So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es wieder einen Kartentrick und ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Können zwei Menschen ihre Charaktereigenschaften tauschen? Nun, mit dieser Frage möchte ich mich heute beschäftigen. Dafür habe ich dir zwei komplett verschiedene Menschen mitgebracht. Der eine hat bestimmte Eigenschaften und zeichnet sich dadurch aus. Denn alle Eigenschaften passen genau zu ihm und es gibt ihn nur einmal auf der ganzen Welt. Beim anderen ist es ganz genauso. Auch er ist einzigartig und zeichnet sich dadurch aus. Jede Eigenschaft, die er besitzt, passt genau zu ihm. Doch können diese Menschen ihre Eigenschaften tauschen? Dazu suchen wir einmal die vier wichtigsten Charakterzüge von Menschen heraus und betrachten sie mal genauer. Zu dem anderen Menschen kommen wir gleich. Meiner Meinung nach sind die vier wichtigsten Charaktereigenschaften eines Menschen Selbstbewusstsein, Ehrlichkeit, Humor und Liebe. Und ob man diese Eigenschaften manipulieren kann, gucken wir uns jetzt mal an. Wir versuchen einfach mal, eine Eigenschaft zu manipulieren. Und wie wir sehen, geht dabei das Selbstbewusstsein verloren. Wenn wir das wiederholen, wird der Mensch wieder selbstbewusst, aber nun fehlt ihm seine Ehrlichkeit. Beim dritten Mal ist seine Ehrlichkeit wieder da, aber nun wird er nie mehr lachen können, weil ihm sein Humor fehlt. Und am schlimmsten ist es, wenn ihm natürlich die Liebe fehlt, die wichtigste Eigenschaft von allen. Daher merken wir, dass man Eigenschaften von Menschen nicht manipulieren sollte, weil sie einen ganz individuellen Charakter ausmachen. Und wenn man es mit aller Gewalt versucht, dann wird man einen komplett neuen Menschen kriegen. Denn die Charaktereigenschaften sind so stark, dass man den ursprünglichen Menschen nicht mehr wiedererkennen wird und er sich nun komplett verwandelt hat. Doch wie ist es nun beim anderen? Auch den gucken wir uns mal an und auch er wird seine Charaktereigenschaften bald nicht mehr haben. Und er wird auch ein komplett neuer Mensch sein. Man wird ihn nicht mehr wiedererkennen können. Und zwar, weil diese Eigenschaften uns so sehr prägen, dass sie unsere ganze Persönlichkeit ausmachen. Vielen Dank. Ja, ich hoffe mal, dass euch diese etwas ernstere Geschichte heute auch mal gefallen hat. Aber ich persönlich fand dieses Thema einfach wirklich wichtig und wollte es deshalb mal in einem Kartentrick umsetzen. Falls es euch trotzdem gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert unbedingt meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ansonsten verlinke ich euch hier unten und hier neben die letzten beiden Kartentricks. Hier oben könnt ihr mich direkt abonnieren. Und sonst würde ich sagen, bis nächste Woche Samstag zu einem neuen Review von einem Zaubertrick. Hab bis dahin eine schöne Zeit und ciao.